Zuletzt bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Nachdem Sivan uns einige grundlegende Schwerttechniken beibrachte, machten wir uns auf den Weg zur Hafenstadt. Dort besiegten wir einige Monster und konnten schon etwas mit unserem Schwert proben. Aber Lineback, der Kapitän des Schiffes, welches wir eigentlich brauchten, war nicht in der Stadt vorzufinden. Von den Bewohnern erfuhren wir, dass er zum Tempel des Meereskönigs gegangen ist, und dort gingen wir auch hin und konnten ihn aus einer Falle befreien. Jetzt stehen wir kurz vor dem ersten Hinweis zum Geisterschiff. Mal sehen, ob wir es mit Linebacks Hilfe finden können, um Tetra zu retten. Hey meine lieben Freunde, wie geht's euch? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ihr fragt euch schon die ganze Zeit, was ist der Hinweis auf das Geisterschiff? Hier habt ihr ihn. Es ist die erste von vier Seekarten. Und zwar die südwestliche, um genau zu sein. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, die Inseln, die wir hier sehen, sind nicht alle, die es gibt. Wir können noch so viel entdecken. Und ja, das ist der Grund, warum ich auch in einem Livestream gesagt habe, dass mir Phantom Hourglass besser als Spirit Tracks gefällt. Ich liebe beide Spiele, aber ich finde das Bootfahren in diesem Game so nice. So. Wow, schau dir diese alte Seekarte an. Ich frage mich, ob das der Hinweis ist, von dem Lineback gesprochen hat. Das ist ja mit Sicherheit nah, wieder kannst du Gift drauf nehmen. So, wir müssen jetzt erstmal den Rückweg suchen. Und ich habe wieder einige Kommentare von euch dabei, die teilweise sehr, sehr spannend waren. Hey, wo ist Lineback? Der hat vielleicht Nerven, uns hier alleine reinzuschicken. Wenn wir ihn finden, werde ich ihm ordentlich den Marsch blasen. Ja, hoffentlich nur den Marsch. Nein, es kamen wirklich einige spannende Kommentare rein. Auch direkt zu Lineback hat unser liebe FJ geschrieben. Hier ein bisschen Trivia zu Lineback. In Breath of the Wild kann man auch auf eine sogenannte Lineback-Insel gehen, beziehungsweise eine Lineback-Insel finden, welche in der Ranel-Region vorhanden ist. Und der liebe Mr. Seven hat geschrieben, nicht nur das, dort befinden sich auch einige Inseln, die nach Phantom Hourglass benannt sind. Ja, in Breath of the Wild wurden ja tatsächlich viele unterschiedliche Zelda-Games gefeatured. Es gab ja auch die Lon-Lon Farm aus Ocarina of Time, beziehungsweise dann auch Majora's Mask. Ja, auch Majora's Mask. Und auch Phantom Hourglass hat seinen Weg in Breath of the Wild gefunden. So, und da ist der Halunke. Oho, da seid ihr ja. Wie sieht's aus? Habt ihr den Schatz mitgebracht? Was redest du da? Trotz der starken Beine bist du ja schnell davon gelaufen. Was? Ich bin nicht geflohen. Ich hab mir nur Sorgen um mein Schiff gemacht. Komme, was wolle. Ein Seemann vergisst niemals sein Schiff. Aber sag schon, kleiner Affe. Als ob er es wüsste. Als ob er es wüsste, dass ich der Affe bin. Was war in der Schatztruhe? Ah, oh, eine Karte. Zeig sie mir. Was ist das? Irgend so eine alte Seekarte? Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eine Schatzkarte, wie wir Abenteurer sagen. Dieser Fachbegriff der Abenteurer, Schatzkarte. Wenn wir Geheimnis lüften, können wir den Schatz, das heißt das Geisterschiff, finden. Zurück zum Schiff. Ich werde das Geheimnis der Karte lüften. Hashtag verstauchtes Bein. Was denkt er sich? Rennt mit unserer Karte weg, als wäre es seine eigene. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu Linebacks Schiff, Hübi? Halte ich für persönlich am sinnvollsten. Wir sind immer noch auf ihn angewiesen, ob wir wollen oder nicht. Ich guck mal, ich könnte wieder ein paar Rubine gebrauchen, nachdem ich... Obwohl, nein, stopp! Wir haben ja die 100 Rubine gefunden in dem Baum, dank meines bereits vorhandenen Phantom Hourglass-Wissens. Kleiner Funfact, Friends, dadurch, dass ich das Ganze hier natürlich emuliert spiele, bedeutet auch in höherer Grafik für euch, steuere ich ja das Ganze mit der Maus. Und das Geile ist, ich kann dieses Game halt wirklich einhändig spielen. Ich kann hier Kaffee trinken, ne? Und währenddessen zocken. Ich meine, wie genius ist das bitte? Es wirkt zwar ein bisschen lässig, aber ich bin lässig. Skü-skü! So, Lineback. Oh, Großvati ist auch da. Großvater Sivan, was machst du denn hier? Die Brücke ist repariert. Da dachte ich, ich schau mal nach euch jungen Leuten. Aber Hübi, dass du lebend aus dem Tempel zurückgekehrt bist. Du bist ja noch ein Kind, aber schon sehr mutig. Du hast mich doch in diesen türkischen Tempel gesch... Nein, wer, was? Nein, das ist sagt Lineback. Ich konnte gerade nicht rausfinden, wer es sagt. Du hast mich doch in diesen türkischen Tempel geschickt, Opa. Wer den Tempel unvorbereitet betritt, wird ihn als fürchterliche Tortur erleben. Und die meisten würden zweifelsohne aufgeben, um ihr Leben laufen. Aber offenbar weilen echte Helden unter uns.
Oh, stimmt schon. Man kann sagen, was man will. Dafür bin ich weltbekannt. Batz! Nicht du, du Narr. Du bist einfach nur katastrophal. Du bist eine Niete. Wer weiß, was das dir geworden wäre, wenn unser junger Freund nicht aufgetaucht wäre. Ich war verletzt. Normalerweise würde ich leicht durch ein oder zwei dieser Tempel stürmen. Beruhig dich, Lineback, und sag mir, ob du das Rätsel der Karte gelöst hast. Ich habe sie von oben bis unten abgesucht. Sie enthält keinerlei Geheimnisse. Aber warte mal, Opa, was weißt du über diese Karte? Das ist mein Klopapier. Nein, Spaß natürlich. Du konntest das Rätsel nicht lösen, oder, Lineback? Darf ich mal sehen? Eine normale Karte würde einfach zeigen, wohin man gehen soll, nicht wahr? Das ist keine gewöhnliche Karte. An einer Stelle ist sie etwas rau. Berühre sie. Bestimmt kannst du ihr Geheimnis offenbaren, Hübi. Okay, dann müssen wir jetzt quasi mit dem Touchpen über diese Karte streichen und die raue Stelle suchen. Oh, hört ihr es? Da ist irgendwas. Guys. Oh no. Oh no, es gibt einen Bug, guys. Okay. Normalerweise hätte man das Zeichen, was wir jetzt unter mir sehen, auf der Insel, auch beim Rubbeln sehen müssen. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Egal. Auf der unteren Insel haben wir dieses rote Zeichen freigerubbelt. Das ist ein Rubbellos von Aldi oder Lidl. Das Zeichen zeigt die Position einer Insel an, durch einen Vulkanausbruch entstanden ist. Sie heißt Insel des Feuers. Eine Wahrsagerin namens Astrid lebt dort und sie kann in die Zukunft sehen, Hübi. Du solltest Astrid fragen, ob sie dir sagen kann, wo das Geisterschiff ist. Hey, die kann doch in die Zukunft sehen und nicht GPS spielen. Das kann ich sowieso nicht, ne? Also die machen alle immer so ein riesen Tohuwabohu um diese Wahrsager und in die Zukunftsgucker. Aber nur weil ich in die Zukunft gucke, weiß ich doch nicht, wo sich irgendjemand befindet, oder? Oder doch? Keine Ahnung, ich finde das irgendwie immer strange. Das ist also die Insel des Feuers. Ich habe immer vermutet, dass sie etwas sein könnte. Also brauchen wir bloß dorthin zu fahren und Astrid zu treffen? Dann auf zur Insel des Feuers. Ciela, ich möchte, dass du mit Hübi gehst. Du wirst ihm bestimmt sehr helfen können. Und wenn du die äußere Welt siehst, findest du vielleicht auch deine verlorenen Erinnerungen wieder. Mach ich. Freut mich, helfen zu können. Nur ärgerlich, dass wir mit Lineback herumreisen müssen. Gedisst. Trotzdem freue ich mich, durch die See zu reisen und die Welt zu sehen. Was? Diese kleine, geschwätzige Fee kommt auch mit? Na, was soll's. Okay, die Insel des Feuers wartet auf uns. Bereit, den See zu stechen? Bereit. Dann komm an Bord. Guys, es geht los. Mein Kaffee ist auch leer. Und die Musik. Die Musik. Es ist natürlich ein Remix vom Wind Waker Ocean Theme. Vom Wind Waker Ocean Theme. Aber ich finde die Phantom Hourglass Version tatsächlich noch geiler. Muss ich gestehen. Gut, dann lass uns aufbrechen. Das zweite Meer ruft. Ich überlasse dir die Navigation. Ich kümmere mich um die Maschinen. Berühre das Federsymbol, um deine Navigationskarte aufzusuchen. Zeichne einfach eine Linie und das Schiff wird ihr exakt folgen. Probier es aus. So, also wir können jetzt die Route, die wir quasi ansteuern wollen, selber zeichnen. Die Anker, die bei der Insel sind, sind die Häfen. Da können wir die Inseln betreten. Ne? Und wir sehen auch schon Terry. Moment, ich will hier eine gerade Linie zeichnen. Und den Dude, würde ich sagen, besuchen wir jetzt einfach direkt. Ne? Wir können vorwärts fahren und anhalten. Wir können den Speed aktuell noch nicht bestimmen. Oh, beinahe vergessen. Siehst du den Motor zu rechnen? Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß es. Und wir können auch hüpfen tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, wie Linebacks Schiff das macht, aber wir genießen sowieso einfach nur die Musik. Geil, Alter. So, Terry. Thank you! Werter Gast, in Terrys Laden findest du einfach alles. Ja, auch irgendwelche Ausverkaufsschilder. Aber das habe ich nicht auf Lager, ungelogen. So, also, wir haben hier wieder diesen Tropfen, den haben wir auch schon in Rot gesehen, aber der ist immer noch viel zu teuer für uns. Dann gibt es wieder das rote Elixier, das müsste, glaube ich, 6 Leben heilen. Ah, ja doch, 6, ja. Dann gibt es wieder einen Schatz, das müsste eine Krone von Ruto, glaube ich, sein. Ja, boah, ich weiß das alles noch, sehr gut. Und das hier sind Schiffsteile, dieser Zettel. Ja, heller Rumpf,
Wir haben die Chance, unser Schiff zu modifizieren und es gibt echt viele Schiffsteile. Und ich finde das eine verdammt starke Sache. Alle zu bekommen kann zwar ultra aufwendig werden, wir tun es trotzdem, aber ich finde allgemein es sehr geil, dass sie die Möglichkeit eingebaut haben, dass man sein Schiff modifizieren kann. Das muss man wirklich mal sagen. Wenn man auch verschiedene Teile miteinander kombiniert, dann kriegt man sogar mehr Leben. Also es lohnt sich sogar, unterschiedliche Schiffsteile miteinander zu kombinieren. So, ich kann keine Route zeichnen. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, auf Richtung Insel des Feuers. Auf diesen ganzen Seefahrten passiert natürlich auch ab und zu was. Und ich werde die natürlich auch ab und zu, ja, wir können hüpfen. Ich werde die natürlich auch ab und zu rausschneiden, aber solche... Oh no! Das war schlecht. Aber ich werde die auch ab und zu einfach nutzen, um, ja, auf Feedback von euch zum Beispiel einzugehen. Denn wir haben jetzt noch einige Kommentare, über die wir sprechen können. Und da eignen sich so Seefahrten natürlich optimal. Der liebe Quarkfuchs meint nämlich, ich soll endlich mein verdammtes Link-Kostüm anziehen, aber... Ich werde das nicht wie in Ocarina of Time versuchen, in jedem Fall anzuziehen, sondern ich werde es vereinzelt anziehen. So, es ist, ihr müsst einfach wissen, YouTube lebt einfach dadurch, dass man selber sein kann und einfach zocken kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ab und zu fühle ich mich einfach nicht danach, jetzt ein Kostüm anzuziehen. Und dann setze ich mich einfach gerne in dem Shirt, was ich hier habe, hier hin und zocke. Und deswegen werde ich nicht in jedem Part das Link-Kostüm anziehen. Einfach, weil ich mich in meinen normalen Klamotten ab und zu einfach wohler fühle. Das muss die Insel des Feuers sein, von der Großvater gesprochen hat. Wir sind da. Und merkt ihr? Die Seefahrt geht übel schnell vorbei, sobald man auf Kommentare eingeht. Dieses Spiel ist schon wieder so perfekt für den Let's Play 2.0, das sehe ich, komme nicht drauf klar. Und wir sind einfach schon... Oh, holy shit. Die Zeit vergeht so schnell. Bin ich ein guter Steuermann oder nicht? Beeindruckt, Tybi? Was? Du wusstest noch nicht mal, wo die Insel war. Wer hat denn unseren Kurs auf die Seekarte gezeichnet? Ja, das war Hübi. Was, du Fussel? Du als Lai verstehst das einfach nicht, Fusselfee. Aber du verstehst mich doch, Hübi. Halten wir zu Leinbeck oder... Nein, wir müssen eigentlich zu Ciela halten. Wir müssen zu Ciela halten. Wie springt ihr denn mit eurem Kapitän um? Okay, du kleiner Abenteueraffe. Geh und finde die Wahrsagerin Astrid. Ich warte hier auf euch und kümmere mich um mein Schiff. Was? Schickst du wieder uns beide vor? Du bist vielleicht ein Angsthase. Angsthase? Von wegen. Nun, viel Glück, ich habe mit den Reparaturen zu tun. Ja, stimmt, wir haben tatsächlich Damage bekommen. Ja, aber hier wären wir, die Insel des Feuers, Guys. Die erste Insel, welche nicht unsere Heimatinsel ist. Und hier ist einfach ein Raum, ein Haus, in dem nichts ist. Beeindruckend. Die Insel ist so ein bisschen, ich weiß nicht... kuchenmäßig aufgeteilt. Also je dunkler natürlich hier etwas eingezeichnet ist, desto höher liegt es. Also quasi die Insel geht einfach so kreisförmig und damit so kegelförmig nach oben. Ich finde, das hat irgendwie was von einer Hochzeitstorte oder so. Es ist die Insel der Hochzeitstorte. So, ein weiteres Haus, das auch nicht bewohnt ist. Aber hier brennt eine Fackel. Und da ist ein Buch. Wenn dies jemand liest, dann bin ich wohl dem Tod zum Opfer gefallen. Ich gehe nach Osten, um die Fackel zu entzünden. Kashitsuku. Okay. Oh, wie geheimnisvoll. Ich frag mich, was auf dieser Insel passiert ist. Hübi. Nach Osten. Sollten wir uns merken, dass hier die... Es scheint... Ich meine auch sogar, mich dann irgendwas zu erinnern. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber es scheint so, als ob die Fackeln auf dieser Insel eine Rolle spielen. Deswegen werde ich mir mal markieren. Warte mal, das radieren wir nochmal weg. Deswegen werde ich mir mal markieren, dass sich hier eine Fackel befindet. Und er sagt ja, er ist nach Osten gegangen, um die nächste Fackel zu entzünden. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinem aktuellen... Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Items. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, Fackeln anzumachen. Aber ich werde jetzt auch einfach mal nach Osten gehen. Und vielleicht haben wir hier direkt eine erste kleine Sidequest. Oder irgendein Rätsel, was wir lösen müssen. Und diese Tür sieht nicht so aus, als ob ich die öffnen könnte. Fahrt zum Berggipfel. Kein Durchgang ohne Genehmigung. In Ordnung. Sogar hier mit... Oh boy, was wer seid ihr denn? Alle sehen die widerlich aus. Boah, so... Stell dich mal vor, so ihr sitzt auf dem Klo und sowas krabbelt aus eurer Kloschüssel. Oh, oh, ist das eklig. Ein gefallener Abenteurer. Schau, Hübi. Oh, ist das dieser Kachikuzu? Oder wie auch immer der heißt? Oh ja, scheint fast so. Hohe Gewalt bringt dich hier nicht weiter. Ah,
ein Geist! Schnapp ihn dir, Hübi! Was soll ich denn tun? Moment mal, einfach so auf mich losstürzen? Ich muss ja schlimm aussehen, aber ich schwöre, ich bin kein böser Geist. Hm, er hat recht, er sieht nicht aus wie einer von den Bösen. Mein Name ist Kashizuku. Ich habe früher für Astrid, die Wahrsagerin, gearbeitet. Nun schau nur, was aus dir geworden ist, du armes Ding. Wenn man an das Schicksal glaubt, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe auch abgenommen. Doch ich mache mir mehr Sorgen um Astrid. Wenn das so weitergeht, werde ich noch anfangen, bei ihr zu spuken. Astrid, wir sind bis zu dieser Insel gereist, um sie zu treffen. Weißt du, wo sie ist? Ich habe sie versteckt. Astrid ist in ihrem Haus, genau hier. Okay, das ist Astrids Haus. Aber ich kann in diesem Zustand nicht zu ihr gehen, selbst wenn ich es wollte. Würdet ihr bitte für mich die Tür öffnen? Okay. Natürlich helfen wir. Wir öffnen die Tür und lassen Astrid heraus. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das für mich tun könntet. Und ich verrate dir das Geheimnis, wie man die Tür öffnet. Die Positionen der drei Fackeln auf dieser Insel sind der Schlüssel. Wenn du dir diese markierst, wird sich die Tür wohl öffnen. Eine Fackel ist gleich hier, damit du es nicht vergisst. Okay. Wir müssen sie markieren. Heißt es, es reicht einfach, wenn wir die auf hier auf unserer Karte anzeichnen? Aber Astrids Gehilfe ist gestorben. Das ist schon irgendwie krank. Und ich glaube, gegen diesen Elektro-Gegner kann ich nichts tun. Ah, jetzt ist er nicht elektrisiert. Haha, du Trottel. Man sollte niemals seine Deckung aufgeben. So, Reihe. Ich würde sagen, auf dieser Zwischeninsel hier ist die letzte Fackel. Oh nein, hier ist sie. Okay, so. Das heißt, ich markiere mir die jetzt. Oh, das war hässlich. Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube gar nicht, dass es mit unserer Karte was zu tun hat. So. So, und jetzt... Muss ich irgendwie die Tür öffnen, oder was? Ich blick da noch nicht ganz durch. Ja, warte mal, wenn ich auf die Karte schaue. Ich habe eine Idee. Weil hier kommen wir hoch, sehe ich gerade. Also wir kommen schon mal auf diese zweite Ebene der Hochzeitstorte. Da unten ist so ein Schikastein. Oder ist es so? Also, früher waren diese Wobbeldinger Schikasteine. Das sind, glaube ich, keine Schikasteine mehr. Um das Tor zum Gipfel zu öffnen, brauchst du die Zauberformel der Wahrsagerin. Glaub es oder glaub es nicht, ist deine Sache. Ja, die geben einem immer so Tipps und so weiter. Boah, was hier alles für Viecher rumlaufen. Boah, ich finde diese spinnenähnlichen Rumspringer echt widerlich. Vor allem in HD. Kann ich wieder die schlechte Grafik haben, bitte? Aua. Oh, ihr habt mir einen Rubin geklaut, der Sohn. So, nicht... Oh nein, der ist direkt... Der letzte, der aus dem Boden gekommen ist, war nicht elektrisiert. Oh Gott, ich habe ein bisschen Life-Problems. So, aber hier ist das Haus der Wahrsagerin. Aber welche Tür soll ich jetzt öffnen? Sie ist auf jeden Fall nicht oben. Oh boy. Das ist nicht gut. Octorox. Oh, die geben auch Herzen. Sehr gut. Give it. So, sehr gut. Zack, zack. Einfach nur antippen und... Ah, ich sehe schon. Da ist eine Karte. Neben der Tür. Und da müssen... Ein Moment, Hübi. Ich spüre jemanden auf der anderen Seite der Tür. Hey, hast du nicht auch Schritte von da drin gehört? Aber diese Tür sieht ziemlich fest verschlossen aus. Was sollen wir tun? Hey, lass uns rufen. Bereit? Okay, dann ruf ganz laut. Oh, ich weiß gar nicht, ob das Mikrofon konfiguriert ist. Okay, hat das was gebracht? Einen Moment bitte. Hallo? Haha, jetzt geht's. Wer ist da? Jemand hat dich gehört. Das ist geschafft, Hübi. Sind die Monster fort? Bitte lass mich schnell hier raus. Es ist sicher hier draußen. Kashizuku bat uns, diese Tür zu öffnen. Dann bist du vielleicht die Wahrsagerin Astrid? In der Tat, ich bin Astrid. Genau die bin ich. Niemand anders. So ist das also. Kashizuku hat dich darum gebeten. Um die Karte, die neben der Tür hängt, zu betrachten, berühre sie einfach. Ich weiß nicht, wer du bist, aber öffnest du die Tür? Ausnahmsweise. Du siehst ganz gut aus. Danke und viel Glück, denn es wird nicht leicht. Ach, Quatsch. Ich hab mir doch die Fackeln aufgeschrieben. So, eine ist hier. Ah, ich kann es einfach antippen. Eine ist hier. Und die andere war hier. Wie gesagt, das sind Rätsel, die gibt es nur in den DS-Teilen. Und ich liebe sie einfach. Ulala! Das hat sich gelohnt, Freunde. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Ich kann endlich wieder nach draußen. Nun,
Du hast die Monster besiegt. Also bist du kein gewöhnlicher Reisender. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Nein. Okay, doch. Hübi, was für ein schöner Name. Danke. Er verbindet Sanftmut und Stärke. Eigentlich nur Stärke. Nein, schon. Nun sag mir, was bringt dich hier auf diese Insel? Meine Eingebung sagt mir, dass du wegen des Geisterschiffs hier bist. Urlaub. Ey, Leute, wir sind nur wegen Urlaub hier. Urlaub? Doch nicht auf dieser öden Insel mit ihrem Vulkan. Du bist wegen des Geisterschiffs hier, oder? Komm, wir lügen weiter. Du bist vergesslich. Du solltest mehr Gehirnjogging machen bei Dr. Kawashima. Warum bist du auf die Insel gekommen? Ja, okay. Hübi sucht nach seiner Freundin, die vom Geisterschiff entführt wurde. Astrid, wir haben gehofft, dass du uns etwas über das Schiff wahrsagen könntest. So war das also. Nur wegen einer Wahrsagerei, wegen nichts anderem bist du hier. Schade eigentlich. Das Geisterschiff erschien vor ein paar Tagen vor unserer Insel. Deshalb wurde ich hier versteckt, um seinem furchtbaren Einfluss zu entgehen. Da fällt mir ein, ich habe Kachizuku seitdem nicht mehr gesehen. Oha, das Geisterschiff hat ihn umgebracht. Astrid, nun, er ist... Ich verstehe. Ich hatte es gespürt. Genau wie ich es vorhergesehen habe, aber auch das habe ich vorhergesehen. Warum fragt sie überhaupt? Fragt gibt's nicht. Wurde mir mehrfach von euch gesagt. Genug getrauert. Kachizuku hätte das sicherlich nicht gewollt. Soll ich deine Zukunft weissagen? Oh ja, bitte. Reichtum. Frauen. Dicke Häuser. Beliebtheit. Lineback. Das ist also Astrids Haus. Ganz wie ich es mir vorgestellt habe. Also wo ist Astrid? Sie soll uns hurtig die Zukunft weissagen. Seid gegrüßt. Nun, wenn alle da sind, können wir anfangen. Oh yeah. Ich kann sie sehen, eure Zukunft. Eine unheimliche Dunkelheit. Das weite Meer und die Stimme des heiligen Lichts. Skü-skü. Ich sehe es. Ich werde es verkünden. Wenn du wirklich das Geisterschiff finden willst, Hübi, musst du bereit sein, mit der Dunkelheit selbst zu kämpfen. Jetzt, wo du das weißt... Klingt jetzt nicht so mies eigentlich. Oh, sehr schön. Die Ehrlichkeit in deinen Augen ist kristallklar. Ja, meine Augen sind allgemein übelst groß. Nun geh zum Tempel des Feuers auf dem Gipfel dieser Insel. Du musst die Kräfte der Dunkelheit besiegen, die sich dort eingenistet haben. Dann wirst du finden, was du brauchst, um den vor dir liegenden Pfad betreten zu können. Hübi, du hast einen starken Willen, der das Schicksal wenden kann. Aber das Licht, das deine Hilfe sucht, wird immer schwächer. Bitte beeile dich. Kraft der Dunkelheit. Hey Hübi, mir ist doch gerade was eingefallen, also ich gehe mal zurück zum Schiff. Was ist bloß mit Lineback? Kümmern wir uns nicht um ihn. Gehen schnell zum Tempel. Aber die Tür war doch zu. Kannst du mir die Tür aufmachen? Sie hat das Siegel geöffnet. Okay, sehr gut. Das dachte ich mir doch schon. So, und ich muss den Part schneller beenden, ne? Ey, es vergeht, diese Parts vergehen so schnell. Das ist nicht mehr feierlich. Trotzdem gibt es keinen Part ohne Fanart. Holy shit, habt ihr viele Fanarts gezeichnet. Und das heutige Fanart kommt vom lieben DamiFS. Ein richtig schöner Link. Ich mag den Style von ihm wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Kam natürlich über Instagram rein. Und ja, das soll's für heute gewesen sein. Das war The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Beim nächsten Mal geht's zum Tempel. Wird, glaube ich, sehr spannend. Und danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal, euer Hübi.